Servus und hallo bei Rank 01. Ja, in Forge of Empires gibt es jetzt die Gildengefechte. Wie ihr seht, sind wir momentan mit weitem Abstand Nummer 1. Ich zeige euch jetzt mal, wie man da, ja, Forge of Empires, wie man da am besten kämpft. Ich habe übrigens in der Taverne den 4 Stunden 20 Attack Angriffsbonus aktiviert und einen 20% Angriffsdrang drinnen im Moment, da ich sehr wenig Angriff und Verteidigung habe in meinen Truppen. Für Fernkämpfer nehmt ihr immer dieselbe Menge Agenten. So, im Rest ist jetzt nichts Besonderes drinnen. Alles kann mit Artillerie geschlagen werden, also nehmen wir hier Artillerie. Und ihr seht schon, nur eine ist verwundet. Ihr seht schon auch in meiner Nachbarschaft, auch wenn ich da auf Platz 60 bin, bin ich einer der besseren Kämpfer. Und werde am Ende jeder Woche natürlich meine Belohnung bekommen. Wichtig ist, dass ich immer im Maßzeitalter kämpfe, dass ich eine Maßeinheit drinnen habe mindestens. So, jetzt haben wir drei schnelle Einheiten. Im GGG, also Gildengefechte, sind die schnellen Einheiten im Maßzeitalter anders programmiert als wie in den restlichen Zeitaltern. Das sollte man wissen. Deswegen immer drei Agenten reinsetzen, drei schwere Einheiten für das und dann Artillerie. So, jetzt werde ich immer einen Agent verlieren, das ist schon klar. Aber davon habe ich eben 109. Und heute level ich sowieso noch mein Alka. Jetzt schnitt ich durch, jetzt bin ich schon bei 19 Kämpfen. Ja, wir haben uns gestern ein bisschen ausgeruht, haben dadurch sehr viel Gebiete verloren, aber wie ihr seht, heute früh wir sind aufgewacht und haben uns den Gegner geschnappt und haben einfach mal allen Gegnern gezeigt, wer hier der Boss ist. So, dann machen wir jetzt einen mehr rein, weil wir einfach noch eine Runde weiter müssen. Genau. Ist leider, Artillerieeinheiten zu verlieren ist nicht so schön. Also ich habe immer schwere Einheiten, schnelle Einheiten aus dem Marszeitalter, jeweils eine Kaserne und eine Artillerieeinheit aus der virtuellen Zukunft. Ich will auch eine Artillerieeinheit verlieren. Oh, zwei. So. Ist aber Latte, weil mein Alka wird heute noch gelevelt und droppt heute auch noch normal. Also bekomme ich eh meine 26 neuen Einheiten. Wenn ich da in jedem Kampf durchschnittlich eine Einheit verliere, dann macht das erstmal gar nichts. Die Gags habe ich, weil heute ist ja Dienstag, die Gags habe ich heute auch schon durch. Also werde ich dafür auch keine Einheiten mehr verballern müssen. Da habe ich übrigens in der Gags habe ich heute insgesamt 65 SP gewonnen. Ein Agentenauswahlkit, die sind übrigens auch neu. Bräuchte ich jetzt Fernkampfeinheiten, aber ich habe leider keine gewonnen. Ach, dann machen wir es halt so. Verliere ich zwei Einheiten, aber das ist halb so tragisch. Immer schauen, was man da noch zu erwarten hat. Kämpfen wir mal ein bisschen anders. So, jetzt wird es langsam eng für mich mit Kämpfen. Ich bin ja schon bei 26, 27 Kämpfen gleich. So. Sehr gut. Ja, und meine Burg hat heute übrigens dreimal ausgelöst. Das ist schon mal perfekt. Jetzt schauen wir erstmal kurz. Ach, ich hasse es, die Siegestürme. Gut, jetzt zeige ich euch noch das neue Agentenauswahlkit, das es jetzt gibt. Gerade am Schauen, was sich lohnt, weil ich habe schon drei Agentenverstecke, habe auch schon mehrere Schrumpfkits und 20 Agenten brauche ich eben nicht, weil ich jetzt noch über 100 Agenten habe. Das heißt, ich bin jetzt gerade am Eruieren, was beim Auktionator mehr gibt, das Schrumpfkit oder das Agentenversteck.
werde dann eins davon auswählen und beim Auktionator wieder verkaufen. Ja, und wem es aufgefallen ist, bei meinem Account, ich bin Zeuge Jehovas und in meiner Gilde sind wir zu dritt. Macht es gut, euer Rank 01, Servus und Goodbye.